Videochannel des USK St. Kulemann. Heute Image gegen SV Seekirchen 1B. Und die Heimischen, die starten gleich ganz aktiv in dieses Match. Erster Querpass gleich in den Anfangsminuten. Und die USK-Verteidigung, hier Christoph Göllner, kann klären. Der USK ja heute etwas verändert in der Aufstellung. Gesperrt ist der Kapitän Josef Gerl und hinzugesellen sich die Verletzten. Johannes Siller, Lucien Miku ist erkrankt und startet mit tarmäßigen Rechtsverteidiger Alexander Schorn. Heute von Beginn an Thomas Steinberg. In den ersten Minuten ein sehr druckvoller Heimverein. Der nächste Angriff über die rechte Seite. Querpass, Thomas Schönleitner klärt für den USK. Nächste Aktion von Seekirchen. Der USK kann sich in den Anfangsminuten kaum befreien. Flanke zur Mitte, Schuss wird abgeblockt. Und wieder die Befreiung. Doch man sieht, diese Kirchner lassen nicht locker. Nächste Flanke in den Strafraum. Hier viel Platz und Zeit. Dominik Schnell spekuliert und ist damit rechtzeitig am Boden und kann die Situation entschärfen. Gleich der nächste Freistoß für die Seekirchner. Da ist ein Mann frei in der Mitte, knapp neben das Tor. Ja, der USK kann relativ glücklich sein, dass es zu diesem Zeitpunkt noch 0:0 steht. Und was macht der USK? Eine erste Flanke. Doch diese Aktion wird vom Schiedsrichter abgepfiffen. Und schon wieder der SV Seekirchen 1B im Vorwärtsgang. Kombiniert sich jetzt schön durch auf der linken Seite. Flanke zur Mitte. Der Ball geht an Freund und Feind vorbei. Knapp neben das Tor. Die darauffolgende Ecke kurz ausgeführt. Hier geht es wieder relativ einfach und eine symptomatische Szene für die erste Halbzeit. Zwei USKler kollidieren beim Rettungsversuch gemeinsam. Dominik Schnell hier beim Herausspielen auf Matthias Lacher. Der hat den Platz vor sich. Hier ein katastrophaler Fehlpass. Der USK kann noch kurz klären, doch hier setzt sich der Außenspieler durch. Flanke zur Mitte. Und in der Mitte ist es Sebastian Dietmann vom SV Seekirchen 1B, der zum 1:0 trifft. Ja, eine Fehlerkette, die hier eröffnet wird. Dann geht auch das direkte Duell verloren. In der Mitte löst sich Schönes vom Gegenspieler und dieser kann dann völlig allein stehen zum 1:0 einköpfen. Völlig verdient diese Führung zu diesem Zeitpunkt für SV Seekirchen 1B, die hier gleich das nächste Mal Pech haben mit einer knappen Abseitsposition. Was macht der USK? Wie schaut die Reaktion des Tabellenführers aus? Zaghafte Angriffe, doch hier wird es gefährlich. Der Ball kommt über Umwegen hinaus auf die linke Seite. Schuss in der Mitte, völlig frei, Markus Siller. Und der bringt den Ball nicht im Tor unter. Zu seiner Ehrenrettung muss gesagt werden, der Schiedsrichter hat unberechtigterweise die Abseitsfahne gehoben. Seekirchen beim Herausspielen und jetzt eine ganz kuriose Szene. Der Stürmer überspielt den letzten Mann und der Schiedsrichter gibt Abseits. Hier in der Wiederholung zu sehen, wohl eine ganz klare Fehlentscheidung. Der SV Seekirchen wurde hier wohl um eine hundertprozentige Torchance betrogen. Glück für den USK, der aber trotzdem weiter fehlerhaft agiert. Hier die nächste Ungereimtheit im Vorwärtsgang. Und hier kann noch knapp geklärt werden. Der USK hat den Ball, doch hier gleich der nächste Ballverlust. Und Schönes klärt im letzten Moment. Ja, der USK mit großen Problemen in der ersten Halbzeit. Das 1:0 zu diesem Zeitpunkt schon fast schmeichelhaft. Man kommt einfach nicht in die Gänge in der ersten Halbzeit. Der SV Seekirchen 1B, die klar bessere Mannschaft. Nächste Aktion, endlich der Ball bei Dominik. Hier noch einer der wenigen Angriffe des USK in der ersten Halbzeit, Christoph Siller. Und hier wird Matthias Siller mit fairen Mitteln gestoppt. Letzte Aktion, der Seekirchner vor dem Pausenpfiff. Dominik Schnell macht sich lang bei diesem Eckball und kann zur Ecke, zu einer weiteren Ecke klären. Die letzte Aktion des USK
Hier, eine Flanke. Ein Flankenversuch, besser gesagt. Man versucht es durch die Mitte. Und der Schosse-Kirchenverteidiger klärt im letzten Moment. Wir springen in die zweite Halbzeit. Für den USK St. Kohlmann konnte es nur besser werden. Und so viel sei gesagt, das wurde es auch, auch wenn die erste Aktion hier wieder den Seekirchen gehörte. Hier Ballgewinn im Mittelfeld des USK. Pass auf den nun immer stärker werdenden Markus Siller. Hereingabe wird geklärt. Doch nun befindet sich unser USK im Vorwärtsgang. Schuss von Matthias Siller an die Stange. Der Nachschuss von Eslandi drüber. Doch der wäre ohnehin abseits gewesen. Aber Pech mit diesem Stangenschuss für Siller Matthias. Nächster Angriff des USK. Gefährlich vor dem Tor. Doch schon abseits. Zuvor abgepfiffen die Aktion. Doch die Situationen zeigen es nun. Der USK ist im Vorwärtsgang. Umgekehrtes Bild im Vergleich zur ersten Halbzeit. Nun ist es der SV Seekirchen, der sich kaum befreien kann. Die Aktion Siller Hiers auf Markus Siller auf die rechte Seite. Flanke. Und der Goalie kommt gut heraus und kann die Situation im letzten Moment klären. Der SV Seekirchen nun mit sehr viel Probleme beim Herausspielen. Schweiberer Stefan seit der Halbzeit im Spiel. Mit dem zweiten Passversuch wieder in die Zentrale. Eslandi schnell auf Christoph Siller. Der zieht hier vorbei. Auf der linken Seite Flanke. Und es ist der Ausgleich für den USK. Aber man hat gesehen, das war wohl kein USKler. Nein, das war David Stepanovic von SV Seekirchen 1B, der hier ins eigene Tor trifft. Das sieht dumm aus. Doch jeder, der schon mal selbst Fußball gespielt hat, weiß, das kann einfach passieren. Eine Unkonzentriertheit, aber auch irgendwie schon provoziert durch den Dauerdruck des USK. Hier mit der nächsten Chance Alexander Schorn und auf der Linie geklärt. Das hätte bereits die Führung für den USK sein können. Doch der Druck des USK lässt nicht locker. Hier Stefan Schweiberer, Siller Matthias mit dem weiten Ball auf Markus Siller. Tor! Der eiskalte Abschluss von Siller Markus. Wir schreiben die 67. Minute. Der Druck des USK macht sich bezahlt. Markus Siller trifft zum 2:1. Und das war wirklich ein wunderschönes Tor. Wir werden es gleich in der Wiederholung sehen. Schweiberer Stefan hier auf Siller Matthias, der weite Ball. Und Markus Siller zeigt sich hier eiskalt. Perfekter Abschluss. Halbvolle, trocken ins lange Eck. Wie sieht die Antwort von Seekirchen aus? Zunächst verhalten hier ein erster Freistoß, der sicher bei Dominik landet. Nächste Aktion von Seekirchen. Doch der USK schaltet schnell um, versucht sich nun zu befreien. Hier der Rückpass und jetzt eine interessante Situation. Ein Ball in die Mitte, völlig freie Vorlage des Seekirchen Mittelfeldspielers. Hier geht es ganz schnell, da rennt allein aufs Tor zu. Und Mats klärt im letzten Moment, doch klären bedeutet die Notbremse. Zu Recht, wie wir hier in der Wiederholung sehen, die rote Karte für Lacher Matthias, der hier den letzten durchbrechenden Seekirchener Stürmer zu Boden bringt. Der darauffolgende Freistoß von Seekirchen. Weit drüber. Hier bedankt sich der USK nun mit einem Mann weniger und auch der nächste Freistoß gleich übers Tor. Ja, der USK kämpft nun beherzt mit einem Mann weniger. Aber kommt nur selten wie hier zu Befreiungsaktionen. Schweiberer Stefan, der den Konter einleitet. Doch wie in dieser Situation werden die Gegenangriffe des USK nicht konsequent genug zu Ende gespielt. Hier wieder der USK mit dem Ballgewinn. Oh, ein gefährlicher Querpass von Essel Andreas. Steilpass von Seekirchen. Schönes klärt im letzten Moment. Doch das war dann auch schon die letzte gefährliche Aktion der Seekirchener in diesem Spiel. Denn hier läuft bereits die 94. Minute. Foul an Alexander Schorn. Ja, die letzten Minuten waren geprägt durch anstürmende Seekirchener, die aber dann sich keine weiteren hundertprozentigen Torchancen erarbeiten konnten. Der USK mit einem Mann weniger geschickt und zweikampfstark im Verteidigen. Der Schiedsrichter blickt bereits auf die Uhr.
Die 94. Minute läuft. Noch einmal der weite Ball nach vorne. Und damit ist das Match zu Ende. Der USK gewinnt mit 2:1. Ich will gar nicht darüber spekulieren, ob sich diese Kirchner nicht einen Punkt verdient hätten. Fakt ist, der USK in der zweiten Halbzeit die klar stärkere Mannschaft und dreht das Spiel im zweiten Abschnitt. Das war's von unserer Seite. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.